Eine Frage. Hast du heute Morgen gefrühstückt? Wer hat gefrühstückt heute Morgen? Gut, die meisten. Diejenigen, die nicht gefrühstückt haben, ich frage jetzt nicht, warum nicht, keine Zeit, zu spät aufgestanden, es gibt viele Möglichkeiten. Aber ich habe mir überlegt, okay, wir frühstücken am Morgen, wir können Mittagessen, wir können Abendessen. Warum? Und ich frage mal so, wessen Joinen sind gefüllt? Oh, jetzt zögerlich. Ich frage anders. Ich übersetze es jetzt ins Jahr 2016. Ist dein Kühlschrank gefüllt? Ist deine Vorratskammer gefüllt? Das ist der Schrank neben dem Kühlschrank. Ist voll, oder? Preis dem Herrn. Bei uns auch. Wir sind immer in der Lage, auch spontan mal Gäste zu empfangen. Wir können sie betreuen. Wir können ihnen etwas zu essen auftischen. Und ich habe mir das so überlegt, ich meine, im Alten Testament ist von Joinen die Sprache und so weiter. Wir müssen das übersetzen ins heutige Jahr, dann verstehen wir auch, was das Wort uns sagt. Und da ist mir so klar geworden, und eigentlich ist das gar nicht selbstverständlich, wir haben volle Scheunen. Und wem ist es schon passiert, dass er etwas wegwerfen musste, weil zu viel Neues dazu kam? Dass im Kühlschrank drin etwas abgelaufen ist, weil du gar nicht dazu gekommen bist, es zu essen? Ich glaube, jeder von uns ist das schon einmal passiert. Ich habe heute Morgen einige interessante Verse ausstudiert, und zwar Sprüche 3. Wir werden die Verse 9 bis 16 anschauen, aber immer so absatzweise zuerst die Verse 9 und 10. Sprüche 3, Verse 9 und 10. Da lesen wir, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen, all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Ich habe das gelesen und gedacht, okay, das Lustige ist, ich könnte heute eigentlich gar nicht behaupten, dass unsere Scheunen zu Hause, unser Kühlschrank, unsere Vorratskammern voll sind aufgrund der Ehre, die ich gebracht habe. Weil das ist das, was wir hier lesen. Aber was ich sagen kann, ist, dass aufgrund dessen, weil ich so gesegnet bin in meinem Leben, weil wir so gesegnet sind in unserem Leben, wir dem Herrn sehr dankbar sind und ihm Ehre entgegenbringen. Aber ich könnte nicht behaupten, dass unser Kühlschrank so voll ist, weil ich den Herrn so geehrt habe. Aber lesen wir noch weiter, weil jetzt wird es richtig spannend. Mein Sohn und Tochter, also hier können sich die Frauen dann nicht ausnehmen, sondern mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Oje, wie nicht. Das ist das genau, das fühlen wir und denken wir, wenn wir diese Verse lesen. Oje, wie nicht. Also wenn ich in meinem Leben Züchtigung erfahre oder erleide, dann liebt mich der Herr. Das ist das, was wir im ersten Moment sehen. Das ist das, was wir im ersten Moment lesen. Aber das ist natürlich nicht so. Und das möchte ich euch gerne aufzeigen. Und zwar, wenn wir das richtig lesen, dann sehen wir einige wichtige Punkte. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn. Nun, dieses Wort hier, das eingesetzt ist für Züchtigung, heißt eben im Hebräischen Tokecha, kann aber eben auch übersetzt werden mit Unterweisung, Beweisgründe, Gegenreden, Rechtfertigung oder Zurechtweisung. Also es ist nicht eine Züchtigung. Züchtigung ist in unserem Wortschatz sehr ein negativ geprägtes Wort. Wir denken schnell auch an körperliche Gewalt, wenn wir von Züchtigung sprechen. Aber was der Herr hier meint, ist eben, eigentlich geht es um Unterweisung, Ausbildung, eine andere Sichtweise zu sehen. Und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Und wir mögen das alle, wenn wir zurechtgewiesen werden. Amen. Amen. Und das Wort hier, Zurechtweisung, ist Musar und heißt eben auch Unterweisung, heißt Herrschaft, Warnung, es heißt Recht sprechen,
zurechtweisen oder gerecht entscheiden oder rechtfertigen. Spannend, oder? Der Herr rechtfertigt uns. Und wenn wir dann noch das Wort züchtigt haben, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, das mögen wir ganz besonders. Jakach, das heißt Recht sprechen oder eben auch zurechtweisen und eben ebenfalls rechtfertigen. Und dann ist da etwas ganz Wichtiges. Wir lesen hier, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und diesen Teil vergessen wir manchmal richtig zu lesen. Wie züchtigt ein Vater seinen Sohn, an dem er wohlgefallen hat? Wie? Er baut ihn auf. Er hebt ihn auf den nächsten Step. Es gibt hier keinen negativen Aspekt in diesem Vers. Keinen. Wenn mein Sohn alles richtig macht, dann werde ich ihm ja nicht Druck machen. Nein, im Gegenteil. Ich baue ihn auf, ich gebe ihm mehr. Ich hebe ihn auf den nächsten Step. Und das ist auch das, was hier steht, wenn wir diese Verse eben mal bis ins Detail lesen. Und dann kommt es, die Verse 13 bis 16. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und all deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Wenn wir brauchen manchmal Einsicht in unserem Leben. Amen. Und wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dann führt er uns auch. Dann gibt er uns in Dingen Einsicht, Weitsicht, weitere Sichten. Er führt uns. Das ist das, was hier die Rede ist. Und ich sage es auch den Studenten fast jeden Montag, das Gebet für Weisheit ist ein Gebet, das wir jeden Tag beten können. Weil wir brauchen alle Weisheit. In unserem Alltag, in Entscheidungen, in allem, was wir tun, benötigen wir Weisheit. Und wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dann haben wir das an unserer Seite. Weisheit und Einsicht. Und jetzt lesen wir, was in den Händen davon ist, von Weisheit und Einsicht. Langes Leben, Amen. Ich mag langes, wir hatten es gerade heute Morgen in Vorbereitung davon, ich habe jetzt knapp ein Viertel oder ein bisschen mehr als ein Viertel von meiner Lebensspanne erreicht. Super, oder, wenn du das schon weißt, du hast nochmals ordentlich Zeit. In ihrer Linken Reichtum und Ehre. Und ich habe dann mir überlegt, okay, ich möchte diese Wörter mal gern noch schnell anschauen, was es heißt im Hebräischen. Reichtum im Hebräischen ist Oscher. Und was bedeutet es? Reichtum. Und es gibt kein anderes Wort mehr dafür. Es bedeutet einfach Reichtum. Das Wort Ehre, das hier benutzt wird, ist Kabot. Und bedeutet Ehre, Reichtum, Herrlichkeit, herrlich, Seele, edle, Prachtwagen, prachtvoll und schwer. Das ist das, was Kabot bedeutet. Und wenn wir das anschauen, dann hat es hier keinen geistlichen Aspekt. Es ist kein geistlicher Aspekt. Er spricht hier von seelischen Aspekten, natürlichen Aspekten. Dingen, die wir in unserem Leben, in unserem natürlichen, alltäglichen Leben widerfahren. Oder die uns widerfahren, die wir erleben können. Also können wir sagen, wir sind gesegnet und deshalb können wir unseren Herrn ehren. Wir sind gesegnet. Wir können ihn ehren mit unseren Finanzen. Wir können ihn ehren mit unserer Zeit, mit unseren Gaben und Talenten, mit allem, was wir haben. Das ist eigentlich das, was Sprüche 3 ausmacht. Wir sind gesegnet und wir werden gut geführt. Und die Züchtigung, wie wir sie hier richtig übersetzen können, ist eine angenehme Situation für uns. Es ist eine aufwertende Situation. Es ist eine Situation, in der wir wachsen können, in der wir auf den nächsten Step kommen können. Das ist, wie der Herr uns führt.
Er wird uns nicht mit negativen Aspekten in unserem Leben führen. Niemals. Amen. Amen. Was für ein Tag. Heute ist Pfingsten. Ganz genau. Was für ein großartiger Tag. Amen. Hast du gewusst, dass du Pfingsten ist so sehr verbunden mit Gnade wie nichts anderes. Pfingsten von Gnade kann man nicht trennen und Gnade von Pfingsten kann man nicht trennen. Denn das ist das, was so sehr ineinander verbunden ist und miteinander connected ist, miteinander zusammenhält, dass Gnade hat so viel mit dem Pfingstwunder zu tun und mit dem, was sie am Pfingsten erlebt haben, denn das ist das Zeichen dieses neuen Bundes der Gnade. Der neue Bund der Gnade hat ein Zeichen und das ist Pfingsten und das, was sie erlebt haben. Paulus sagt im 1. Korinther, im 14. Kapitel sagt Paulus, ich bete mehr in Zungen als ihr alle zusammen. Hat Paulus in neuen Sprachen gebetet? Hat Paulus in Zungen gebetet? Mehr als alle anderen. Mehr als alle anderen Anwesenden in der Korinthergemeinde. Und im nächsten Vers sagt er, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte in einer verständlichen Sprache reden, als 10.000 Worte in Zungen. 5. Was sagt uns 5? Grace, 5 ist die Zahl von Grace, Amen. Siehst du, das ist genau zusammen, das hängt zusammen. In einem Vers sagt er, ich bete mehr als alle anderen in Sprachen, aber hier in der Gemeinde will ich besser 5 Worte in einer verständlichen, in meiner Muttersprache reden, als in Zungen. Mit anderen Worten, in der Gemeinde predigt er Gnade, aber zu Hause betet er in Zungen. Amen. Möchtest du deine Gebetskraft um 100% steigern und effektiver machen? Halleluja. Dann ist das der Weg dazu. Wer hatte die größte Offenbarung von Gnade? Der Apostel. Paulus hatte die größte Offenbarung von Gnade, der Apostel. Er war es, der diese Offenbarung der Welt präsentierte. Er hatte diese größte Offenbarung. Und das war der Mann, der zugleich am meisten in Zungen gebetet hat. Halleluja. Weißt du was? Jeder von uns braucht das. Und weißt du noch was? Es ist einfach, das zu empfangen. Es ist nicht schwer. Es ist das Einfachste, das es gibt, diese himmlische Sprache zu empfangen. Denn in Apostelgeschichte 2 wurden sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Und das war nicht ein One-Time-Event, nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern das ist der Pattern, der Weg, der Pfad, den sich durchs ganze Neue Testament zieht. Amen. Aber wir werden es heute so aufrollen. Ich habe euch vor ein paar Wochen ein Versprechen gemacht und heute werde ich es einlösen, denn ihr alle wart noch nicht beim Räucheraltar. Das ist ein Problem, Freunde. Ihr wart noch nicht beim Räucheraltar. Denn ihr erinnert euch vor einigen Wochen und für alle Besucher und Gäste, ich wiederhole kurz, wir haben vor einigen Wochen eine längere Serie angefangen über die Stiftshütte. Und wir haben jedes Element der Stiftshütte betrachtet und wir konnten darin in jedem Element, in jedem Detail, konnten wir Jesus erkennen. Okay, deswegen heißt diese Serie, kann man alles downloaden, bis jetzt sind es 9 Predigten so far. Das heißt, man kann das alles downloaden, Video, Audio, gratis von unserer Website internetkirche.com, Jesus in der Stiftshütte sehen. So ist der Titel dieser Message, okay? Und wenn man durch die Stiftshütte geht, dann kommt durch diese verschiedenen Stationen durch, das heißt Schaubrottisch, Menoraleuchter, Waschbecken etc., Allerheiligstes, Bundeslade etc. Aber vor der Bundeslade, dort hat es eben noch den sogenannten Räucheraltar. Und wir haben dieses Bild, ihr erinnert euch, ich habe euch dieses Bild lange, lange Zeit, jeden Sonntag gezeigt. Und das ist ein Schnitt der Stiftshütte und ein grafisches Bild in etwa, wie wir uns das vorstellen können. Und der Eingang ist immer unten links dort beim blauen Zelt. Und dann geht man zuerst zum Brandopferaltar, dann dort zum Waschbecken und dann geht man hinein in die Hütte selber, also in das Haus selber. Dann kommt zuerst das Heiligtum und dort sind der Schaubrotetisch, die Menora, der Räucheraltar und dann ein dicker Vorhang,
Und dieser trennt das Heiligtum vom Allerheiligsten. Hinter diesem Vorhang ist Indiana Jones Bundeslade. Amen. Preis dem Herrn. Und sein Hut ist wahrscheinlich auch noch dort. Nein, die Bundeslade, the Ark of the Covenant, okay, ist hinter der, hinter dem Vorhang. Also das ist der hinterste Teil. Das heißt, die Geräte um den Zaun herum sind nur so angelegt, damit du es besser erkennst. Also sie sind nicht außerhalb des Zaunes, die stehen nur dort, damit wir sie etwas besser sehen. Also wir gingen durch alles hindurch. Wir waren aber noch nicht beim Brandopferaltar. Und das ist unten rechts, dort, dass das raucht. Okay, wie erkenne ich den Brandopferaltar? Dass das raucht. It smokes. Okay? Gott ist kein Raucher, aber er liebt diesen Geruch. Er liebt diesen Rauch, okay? Und ich habe euch versprochen, dass wir miteinander noch den Räucheraltar anschauen, weil der Räucheraltar ist ein ganz besonderes Bild für uns, okay? Ich habe unserer Technik habe ich einige Bibelstellen geschickt und ihr müsst ein wenig hin und her springen, also wir gehen vermutlich nicht exakt nach dem Ablauf, okay? Also und ich habe Ihnen etwas viele Stellen geschickt, einfach so, dass wir möglichst alles parat haben. Aber dieser Räucheraltar ist ein Bild von zwei Dingen. Okay? Nummer eins war dort immer der Hohepriester und räucherte. Das heißt, es ist ein Bild von Jesus, der unser Hohepriester ist und für uns räuchert. Nun, was ist Räuchern? Er betet für uns. Okay? Er betet für uns, er leistet für uns Fürbitte. Jesus betet gerade jetzt für dich. Und er betet etwas mehr noch für Pastor Michael. Und noch viel mehr für unseren Gemeindeleiter, Pastor Samuel. Weil sie haben es nötig, ich sage es euch, sie haben es nötig. Hey, das ist das Beste, das dir passieren kann, wenn Jesus für dich betet. Amen. Er betet für uns, er leistet Fürbitte für uns, er steht für uns ein. Aber auf der anderen Seite ist dies auch der Ort und der Platz, wo, wie wir in Offenbarung sehen, in Offenbarung im 8. Kapitel, im Verse 3 und 4 sehen wir, dass dies die Gebete der Heiligen darstellt. Okay? Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß. Also dieser Räucheraltar war ein goldener Räucheraltar. Also dieser Engel stellt sich vor den goldenen Räucheraltar. Und er bringt das mit einem goldenen Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten, siehst du, aller Heiligen auf dem goldenen Altar, das ist der Räucheraltar, darbringe, der vor dem Thron ist. Deswegen, dieser Räucheraltar steht genau vor dem dicken Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Also hinter dem Vorhang ist nur noch die Bundeslade. Oder anders gesagt, zwischen Räucheraltar und Bundeslade ist der Vorhang nur noch der Vorhang, der trennt. Und deswegen heißt es, die Gebete aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Er steht also getrennt mit dem Vorhang vor dem Thron. Okay? Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Aus der Hand des Engels. Halleluja. Und das ist, was der Räucheraltar in der Stiftshütte primär symbolisiert, primär davon spricht. Prayers, Gebete. Gebete des Hohepriesters, denn der Hohepriester Aaron war ein Opfernder und Fürbittender zugleich. Als er vor diesem Räucheraltar stand, war er einer, der Opfer darbrachte, weil er brachte zum Beispiel eben auch feine Gewürze mit und diese
gingen auf das Feuer des Räucheraltars, damit im Heiligtum, das heißt im Zelt der Stiftshütte, ein Wohlgeruch entstehen würde. Ein lieblicher Geruch entstehen würde, ein Geruch für den Herrn. An anderen Stellen im Neuen Testament heißt es, dass dies ein Wohlgeruch ist. Also dieser Rauch, der aufsteigt, siehst du, dieser Rauch, der aufsteigt, ist symbolisch ein Bild von unseren Gebeten. Wenn wir beten, steigen unsere Gebete, unsere Worte wie Rauch zu Gott auf. Halleluja. Deswegen haben wir hier in Offenbarung 8 haben wir dieses Bild. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass es von den Gebeten der Heiligen spricht, aber vor allem natürlich eben auch, weil wir in der Stiftshütte immer unseren Hohepriester sehen, immer Jesus sehen, eben auch seine Gebete, sein Werk, sein Dienst, Halleluja, als Hohepriester. Denn der Hohepriester, er tritt ein für sein Volk. Und das ist, was Jesus macht. Er tritt ein für dich und mich, damit du nie mehr das Ziel verfehlst. Amen. Kommst du auf einen falschen Weg, dann betet er für dich. Halleluja. Bist du in Versuchung, das Ziel zu verfehlen, dann ist Jesus am Beten für dich. Halleluja. Er leistet konstant Fürbitte, wie der Hohepriester für sein Volk, für Israel Fürbitte leistete, aber zugleich eben auch Weihrauch brachte, Galmanum brachte, Stadke brachte, all diese Gewürze brachte und dass dies ein lieblicher Geruch ist und wird für den Herrn. Halleluja. Nun aber ganz, ganz interessant, und das ist hier das Interessante, zeig uns doch noch das andere Bild. Das ist ein Räucheraltar, etwas in einer Nahaufnahme, also es sind nicht zwei, sondern hier sind einfach zwei Bilder übereinander gelegt. Rechts mit den Tragestangen, weil sie mussten ihn ja transportieren. Das heißt, die Stiftshütte war mobil. Erst später durch König Salomo kam der fixe Tempel, der Festbau. Der war viel größer, okay? Dieser fixe Tempel war gigantisch groß. Ich meine, nur schon der Brandopferaltar des fixen Tempels von Salomo war mindestens so groß wie diese Bühne, okay, wo die Priester eben opferten. Und die Stiftshütte war alles etwas kleiner, in Zeltform, Campingform, und so mussten sie natürlich das immer transportieren. Deswegen sehen wir hier eben auch Tragestangen, und das diente zum Transport, hat aber natürlich auch eine Bedeutung, Jesus trägt dich. Amen. Denn diese Tragestangen sind mit Gold überzogen. Denn im Heiligtum ist nichts mehr aus Kupfer. Kupfer ist das Metall, das uns ein Bild und von dem spricht, das Gericht kommt. Aber im Heiligtum ist alles aus Gold. Das heißt, nachdem gerichtet wurde, ist nur noch Gold da. Und nicht irgendjemand wird gerichtet oder auch nicht du wirst gerichtet, sondern Christus wurde an unserer Stelle gerichtet, damit du und ich mit Gold überzogen werden können, wenn wir ihn als Herrn und Erlöser annehmen. Preis dem Herrn. Also deswegen, im Heiligtum sind alle Geräte aus Gold. Und links siehst du eben, wie sie, mit der Räucheraltar, wie er funktioniert. Also das heißt, wie er in Betrieb ist. Okay, in Betrieb. Links ist er in Betrieb. Du siehst den Rauch, wie er aufsteigt. Okay, also in Betrieb. Preis dem Herrn. Ich werde nachher dann noch etwas dazu sagen. Aber damit dieser Räucheraltar, und jetzt das ist das Coole. Das ist das Coole. Glaub mir, meine Familie hatte gestern nicht viel von mir, denn ich war von 11 bis 22 Uhr im Studium. Sie hat mich nur zum Mittag und zum Abendessen gesehen. Und von 11 bis 22 Uhr, also fast 11 Stunden, war ich im Studium. Heute bekommt ihr ein Steak. Amen. Der Mann machte mich hungrig, als er vorher vom Kühlschrank sprach. Ich sage das nicht, um dir zu zeigen, wie hart ich arbeite. Aber preis dem Herrn, wenn man einmal im Studium ist, verliert man den Sinn für die Zeit. Okay? Und das ist so begeisternd. Und deswegen, heute Morgen kann ich euch ein Steak bringen. Weil diese Dinge sind big time. Okay? Sind großartig. Damit dieser Räucheraltar raucht und in Betrieb kommen kann, muss
man ihn versorgen mit heißen Kohlen. Okay? Sonst würde er nicht rauchen. Und jeder, der zu Hause eine Schminne hat, weiß, wie es ist. Wenn das Feuer brennt, okay? Das Feuer brennt, aber wenn das Feuer gebrannt ist, runtergebrannt ist, dann sind Kohlen da. Die Kohlen rauchen. Also auf diesem Altar raucht kein oder brennt kein Feuer, sondern es sind heiße, glühende Kohlen, die hier brennen. Und jetzt musst du genau zuhören. Diese glühenden Kohlen kommen vom Brandopferaltar. Das heißt, der Hohepriester entzündet sie nicht dort, wie du deinen Grill entzünden würdest. Er bringt sie getragen mit Schaufeln, mit speziellen Schaufeln, mit Kohleschaufeln, trägt er sie vom Brandopferaltar hinein ins Allerheiligste und er entzündet so diesen Räucheraltar. Denn in der ganzen Stiftshütte, also im Vorhof wie auch im Heiligtum, dort sind zwei Dinge in Betrieb. Beide Altäre. Der Brandopferaltar, gib mir nochmals das erste Bild. Der Brandopferaltar, das ist der Altar, wo die Tiere verbrannt werden. Okay? Im ersten Bild gleich nach dem Eingang, unten links nach dem blauen Eingang, ist das erste, the altar. Der Brandopferaltar. Dort wurden die Tiere geopfert und auf dem Altar ganz verbrannt. Also das heißt, wir haben in der Stiftshütte zwei Altäre. Einer im Vorhof, okay, und einer in der Stiftshütte drin. Aber in der Stiftshütte drin, im Heiligtum, opfert man nicht mehr Tiere, sondern das ist außerhalb im Vorhof. Und so, das ist eben für uns eben auch ein Bild von Jesus. Im Vorhof ist Jesus das Opferlamm. Okay? Im Heiligtum ist er der auferstandene Hohepriester. Im Vorhof wird geopfert, Sühne geleistet für die Sünde. Jesus im Vorhof. Im Heiligtum wird er als Auferstandener präsentiert. Im Heiligtum wird nicht mehr geopfert, sondern nur noch mit Blut besprengt. Das heißt, mit Blut gereinigt. Also haben wir zwei Altäre in der Stiftshütte. Das heißt, zwei Altäre in Betrieb, die, ich sage mal, brennen, muss es eine Verbindung geben. Das heißt, von diesem ersten Altar werden die glühenden Kohlen genommen und auf den zweiten Altar gelegt. Und zwar zweimal im Tag. Morgens und abends. So wie im Opferaltar, wo die Brandopfertiere darauf gelegt werden, wird am Morgen und am Abend wird immer je ein Tier geopfert. Man nennt das Tamidopfer. Die täglichen Opfer des Herrn. Tamid heißt das im Hebräischen. Das heißt, morgens um 9 und abends, respektive für uns nachmittags 15 Uhr, im hebräischen Mindset ist das schon abends, 9 und 15 Uhr. Okay? Und das ist exakt die Zeit, als Jesus ans Kreuz ging. Um 9 Uhr wurde er ans Kreuz genagelt und um 15 Uhr starb Jesus. Und genauso opferten die Israeliten, bevor Jesus kam. Um 9 Uhr durchschnitten sie die Kehle des Lammes. Das war, als Jesus ans Kreuz, als der erste Nagel durch seine Hand gebohrt wurde. Und um 15 Uhr durchschnitten sie die Kehle des zweiten Lammes. Das war, als Jesus sagte, es ist vollbracht, als er starb. Innerhalb von 6 Stunden. Okay? Innerhalb von 6 Stunden. Und diese Opferzeiten, das heißt, unsere Zeit, 9 und 15 Uhr, okay? Also im übertragen hebräischen dritte und neunte Stunde. Aber in unserer Zeit ist es 9 und 15 Uhr. Und deswegen bedeutet das, dass jedes Opfer, das sie darbrachten, ein Bild auf Jesus war, ein Bild auf den Messias darstellte. Ein Bild auf den Messias darstellte. Okay? Oftmals denken wir Folgendes. Oftmals denken wir, dass der Messias
erst im Garten entschied, sein Leben voll hinzugeben. Oftmals denken wir, dass als er betete, mein Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und wenn nicht mein Wille, wenn lass diesen Kelch vorübergehen, okay? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zweimal hat er das gebetet. Und währenddem er betete, schwitzte er Blutstropfen. Seine Seele hat so sehr gelitten, weil er sah, was vor ihm war. Er sah vor ihm das Kreuz. Und die letzten Stunden, als er noch am Leben war, betete er zweimal, dass mein Vater nicht mein Wille, dein Wille geschehe, aber wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nun, es war nicht anders möglich. Und oftmals denken wir, Jesus entschied sich erst dort im Garten für uns zu sterben am Kreuz. Hast du gewusst, dass das nicht so ist? Weißt du, wann sich Jesus entschieden hat, für uns zu sterben am Kreuz? Offenbarung 13, Vers 8. Schau dir das an. Offenbarung 13 und Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, das Lamm, von Grundlegung der Welt an. Wann hat Jesus entschieden, sich für die Menschheit zu opfern, bevor die Welt gelegt wurde? Vor Grundlegung der Welt. Hörst du mir zu? Wann hat die Gottheit Jesus als Opfer für die Menschheit bereit erklärt? Vor Grundlegung der Welt. So sehr liebt er dich. Nicht bevor es dich gab, nicht bevor es dein Papa und deine Mama gab, nicht bevor es die Menschheit gab, bevor es die Grundlegung der Welt gab. Vor Erschaffung der Erde hat er sich bereits schon entschieden, für dich zu sterben. Amen. Nicht erst im Garten, nicht als er auf Erden kam und sein Leben als Mensch führte, bevor alles da war. Siehst du, und im Garten, als er betete, war es ein Ausdruck seiner Seele. Das Leid, die Pein seiner Seele, the suffering of his soul, schrie, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch vorübergehen. Seine Seele betete das, seine Menschlichkeit, das war ein Ausdruck seiner Menschlichkeit, als er diese Worte sprach. Denn er hat sich ja schon vor Grundlegung der Welt für das entschieden. Weißt du, was wir hier drin sehen? Weißt du, was du hier drin siehst? Ewige Heilsgewissheit. Selbst als Jesus sagte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn immer wie möglich, hat der Vater nicht dem entsprochen oder gemäß dem entschieden. God didn't change his mind. Vor Grundlegung der Welt. Auch selbst als Jesus betete. Halleluja. Weißt du, was das uns sagt? Das sagt uns, gibt uns Sicherheit, dass wenn wir uns einmal entschieden haben, seine Entscheidung vor Grundlegung der Welt zu akzeptieren, wird der Vater niemals mehr seinen Sinn ändern bezüglich dich. Siehst du, Jesus sagte, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch vorübergehen. Du kannst sagen, ich will nichts mehr mit Jesus zu tun haben, lass diesen Kelch vorübergehen. Es wurde schon entschieden. Come on. Jesus betete, lass diesen Kelch vorübergehen. Jesus hat sich entschieden. Hast du dich mal entschieden? Ja. Ha? Hast du dich mal entschieden? Okay, und wenn du heute betest, lass diesen Kelch vorübergehen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, Gott, wird er seinen Sinn nie mehr ändern. Weil er hat seine Meinung auch bei Jesus nicht geändert. Halleluja. Gewaltig, ha? Wenn er seinen Sinn, seine Meinung, his mind not changes for Jesus, he's not changing it for you.
Oh, Halleluja. Preis dem Herrn. Siehst du, eine der wunderbarsten Offenbarungen und Predigten, die man predigen kann, ist ewige Heilsgewissheit. Es gibt nichts Begeisterndes. Nichts Begeisterndes. Halleluja. So gewaltig, wie der Herr bereits schon für uns entschieden hat. Das heißt, wenn wir einmal eine Entscheidung gemacht haben für ihn, dann wird dieser Kelch nie mehr an uns vorübergehen. Nie mehr von uns weggenommen werden. Unsere Entscheidung ist einmalig. Halleluja. Auch wenn wir es uns nachher anders überlegen wollen, er bleibt bei seinem Wort. Aber siehst du, der Verstand hat Mühe. Weißt du, warum dein Verstand so Mühe hat? Weil du so denkst, wie Jesus gebetet hat, nicht im Fleisch, aber in deiner Seele. Nicht im Fleisch, aber seelisch, in der Menschlichkeit. Okay? Hat unser Verstand Mühe, das zu akzeptieren. Ja, aber wenn ich doch Gott absage, wenn ich den Herrn absage, dann verliere ich meine Rettung. Ja, Petrus hat dreimal ihn verleugnet. Petrus hat nicht nur abgesagt, Petrus hat gelogen. Gott hat Gott gelogen. Er leugnete Gott. Okay? Also eine Sache ist absagen, die andere ist absagen und leugnen. Aber Jesus schaute ihn nur an und er fing an zu weinen. Siehst du, wenn du verstehst, wie Gott dich in deinem Herzen betrachtet, jedem, dem wir das sagen, den wir kennen, und es sind nicht so viele Leute, und wir sagen den Leuten, so sehr liebt dich Gott, vor Grundlegung der Welt hat Jesus für dich entschieden. Und auch wenn du im Moment nicht so für den Herrn lebst und nicht in der Nähe des Herrn bist und vielleicht mit ihm nichts zu tun haben willst, vor Grundlegung der Welt hat er entschieden. Denn die Bibel sagt uns in Römer 2, Vers 4, es ist Gottes Güte, dass die Menschen zur Buße leitet. Wir wollen nicht, dass die Leute so weiterleben, wie, hey, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Aber wenn wir ihnen diese Liebe zeigen, ist es die Liebe, die sie zur Buße leitet. Und nicht, hey, du bist verloren, du gehst in die Hölle und wenn du nicht gerade jetzt, sofort jetzt, denn du weißt nicht, was morgen passiert. Gottes Güte leitet Menschen zur echten Buße und nicht Angst. Amen. Vor Grundlegung der Welt. Boah. Wow. Vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt. Preis dem Herrn, es gäbe noch so viel zu sagen. Aber heute ist Pfingsten. Halleluja. Aber siehst du die Verbindung? Zuerst kommt das Opfer auf dem Brandopferaltar und erst nachher kommt im Heiligtum der Räucheraltar. Niemand kann die Taufe im Heiligen Geist ohne das Brandopfer empfangen. Siehst du, was ich meine? Was braucht es zuerst? Jesus. Salvation. Rettung. Vergebung von allen Sünden. Und erst dann empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Denn nochmals, der Räucheraltar sind die Gebete. Die Gebete, die aufsteigen vom Hohepriester und von uns Gläubigen. Aber zuerst braucht es den Brandopferaltar, die Kohlen des Brandopferaltars, die hinübergetragen werden zum Räucheraltar. Zuerst braucht es Errettung, die neue Geburt, und erst dann folgt die Geistestaufe. Es gibt keine Geistestaufe ohne Errettung. Okay? Und genau das war das Problem von 3. Mose, 10. Kapitel, von Nadab und Abihu. Nadab und Abihu sind die Söhne Aarons. Und sie gingen ins Heiligtum mit fremdem Feuer. Erinnerst du dich an die Geschichte? Und sie opferten im Heiligtum ein Feuer, das nicht vom Brandopferaltar kam. Und sie starben.
Schau dir das an. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein, das kam nicht vom Brandopferaltar, und legten Räucherwerk darauf, das ist die Spezerei, und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Sie gingen ins Heiligtum, ja, ins Allerheiligste hinein, ins Heiligtum hinein, mit fremdem Feuer. Das fremde Feuer haben sie selber entzündet. Und sie haben es nicht vom Brandopferaltar genommen. Und deswegen starben sie. Siehst du, zuerst muss Jesus geopfert werden und nur das ist ein Wohlgeruch für den Herrn. Irgendein Lagerfeuer, das wir anzünden, ist kein Wohlgeruch für ihn. Dieses Feuer muss zuerst mit Blut getränkt sein. Diese Kohlen müssen zuerst mit Blut getränkt sein und erst jetzt sind sie im Allerheiligtum. Aufgrund des Sohnes sind sie wertvoll und kostbar. Ist das Feuer und das Räucherwerk wertvoll und kostbar? Aufgrund des Sohnes, aufgrund des Todes des Sohnes, das er entschieden hat vor Grundlegung der Welt. Niemand kann sich Gott mit einem fremden Feuer nähern. Okay? Und deswegen, der Heilige Geist empfangen wir, wenn wir von Neuem geboren sind. Aber wenn du von Neuem geboren wirst, und hier ist das Wunderbare dabei, siehst du, es gibt Leute, die sagen, musst aufpassen, dass wenn du in Zungen betest, dass es kein fremdes Feuer ist. Strange fire. Strange fire. Pass auf, dass es kein strange fire ist. Es muss friendly fire sein. Das sind alles militärische Ausdrücke. Aber dank sei Gott sind wir nicht die militante Gemeinde, sondern die siegreiche Gemeinde. Amen. Du bist kein Söldner des Herrn. Du bist Sohn und Tochter. Amen. Denn Söldner werden Rambo-Schafe. Messer im Mund. Fell unbrauchbar. Schmutzig, zerzaust, blutendes Fell. Wie wenn sie Tollwut hätten. Nun, es gibt solche Christen. Ich nenne sie Rambo-Schafe. Sie sind Söldner des Herrn. Gott möchte, dass du Sohn und Tochter bist. Und wir leben nicht in einer militanten Gemeinde, wir leben in der siegreichen Gemeinde. Die Gemeinde des Herrn ist eine Triumphant Church und nicht Militant Church. Amen. Also passt auf, wenn ihr betet, Gebetsgruppen, wenn ihr betet, führt nicht Krieg. Okay? Führt nicht Krieg. Es gibt eine geistliche Kampfführung. Okay? Aber die muss richtig verstanden werden. Also führ nicht Krieg und bewaffne dich nicht auf die Zähne bewaffnet, wenn du ins Gebet gehst. Mit den Spielzeugplastikpistolen deiner Kinder. No, no, no. Bete aus dem Standpunkt als Sohn und Tochter. Amen. Weißt du, was es bedeutet, im Namen Jesu zu beten? Siehst du, im Namen Jesu zu beten ist auf der einen Seite ist Ausübung von Autorität über dämonische Mächte. Und wenn wir zu Bergen sprechen oder zu Problemen und Hindernissen, wir üben unsere Autorität aus im Namen Jesu. Aber das ist nicht alles. Der Name Jesu ist uns gegeben. Siehst du, wenn wir Autorität ausüben, dann sprechen wir im Namen Jesus. Aber wenn wir den Vater um etwas bitten, brauchen wir auch den Namen Jesus. Aber dann befehlen wir nicht dem Vater. Stimmt? Ihm musst du nicht befehlen. Teufeln und Dämonen müssen wir befehlen. Aber ihm müssen wir nicht befehlen. Okay? Also weswegen benutzen wir dann den Namen Jesu, wenn wir den Vater um etwas bitten? Damit wir ein Gefühl der Nähe haben. Denn im Namen Jesus zu bitten, den Vater, bedeutet, wir beten im Geist der Sohnschaft. Okay? Wir beten im Geist in the spirit of sonship.
Wir bitten den Herrn, Vater, im Namen Jesus bitte ich dich. Und jetzt hast du das Gefühl von nahe, weil du so bittest, wie er bittet, weil du denselben Standpunkt hast wie er, weil du dieselbe Stellung hast wie er, weil du dieselbe Position hast wie er, auferweckt, mit eingesetzt, zur Rechten im Himmel, zur Rechten Jesu des Vaters, mit Jesus, mit auferweckt. Du bittest aus seiner Sohnschaft heraus. Den Vater zu bitten im Namen Jesus bedeutet immer, zu beten mit einem Gefühl, Gott nahe zu sein. Denn jeder, der betet mit einem Gefühl, dem Vater nahe zu sein, der betet kühn, mutig, zuversichtlich und er weiß, dass er empfangen wird, weil er genauso geliebt ist, gemäß Johannes 17, wie der Sohn geliebt ist. Mein Vater liebt euch genauso, wie er mich liebt. Exactly the same. Halleluja. Also, wenn wir dem Vater um etwas bitten, braucht es keine militanten Gebete, sondern das Bewusstsein der Sohnschaft. Deswegen werden Gebete nicht erhört. Siehst du? Wenn Menschen nicht beten im Geist der Sohnschaft, dann oftmals beten sie auch gar nicht im Namen Jesus. Und sie beten mit einer Distanz. Sie beten, gesera, sera. Hoffentlich macht das Gott. Hoffentlich tut das Gott. Hoffentlich erhört er mich. Wenn du mit dem Geist der Sohnschaft betest, weißt du, dass er dich immer hört, so wie er Jesus immer gehört hat. Das macht all den Unterschied, stimmt's? Spirit of Sonship. In the name of Jesus bedeutet Spirit of Sonship. Halleluja. Denn siehst du, Jesus hat das Wort Abba gebracht, der Welt vorgestellt. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus diesen Kosenamen Daddy, Abba Vater braucht. Okay? Und vor allem im Johannesevangelium, das Johannesevangelium ist eine große Offenbarung darüber, wie Jesus den himmlischen Vater offenbart und die Vater-Tatsache. The Father Fact. Für dich und mich ist er nicht einfach Gott, er ist unser Vater. Er ist unser himmlischer Vater. Und Jesus stellte Abba vor. Paulus führte das dann weiter. Denn siehst du, im Griechischen, als Jesus von Abba sprach, okay, und das dann später ins Griechische übersetzt wurde, im Griechischen wäre das Wort für Vater, Pater. Und da haben wir nicht nur die besten Assoziationen dazu. Zum Wort Pater. Pater bedeutet Vater, aber Jesus sagte nicht Pater, sondern Jesus sagte Abba. Halleluja. Abba. Und Abba, nur schon wenn du es aussprichst, kommt von innen. Okay? Abba. Halleluja. Spirit of Sonship. Wann kannst du Abba sagen? Wenn du dir bewusst bist, dass er dein Vater ist und nicht einfach dein Gott. Okay? Wann sagst du Vater? Wenn du dir bewusst der Sohnschaft bist, wenn du als Sohn und Tochter sicher bist, kannst du sagen Abba. Deswegen, ich ermutige dich, wenn du von jetzt an weiter betest und zum Herrn betest, zu Gott betest, benütze Abba. Benütze, wenn du mit dem Vater sprichst, wenn du mit Gott sprichst, sag von jetzt an nicht einfach mehr Gott, sag Abba. Abba, ich liebe dich so sehr. Abba, ich danke dir, dass du mich führst und leitest. Abba, ich danke dir, dass du mich versorgst. Come on, ist alles, es geht alles um Bewusstsein. Bei Gott gibt es keine Blockade, nur bei uns im Kopf. Amen. Habe ich das falsche Zeichen gemacht? Okay, nächstes Mal mache ich so. Oh, Halleluja. Vor Grundlegung der Welt. Und jetzt verstehen wir, dass von diesem Brandopferaltar wurden also die Kohlen
genommen und auf den Räucheraltar gelegt. Zuerst Rettung, dann Geistestaufe. Okay? Zuerst Rettung und dann Geistestaufe. Und weswegen können wir den Brandopferaltar mit der Geistestaufe von Pfingsten, von Apostelgeschichte 2, verbinden? Weswegen können wir das? Weil das ist eine große Frage und ich kann sie dir beantworten. Aber bevor wir... so viel vorbereitet. Gehen wir dort hinein. Weswegen, let's go with the flow, okay? Und nicht mit den Notes. Die Notes kann man immer wieder mal brauchen. Aber der Flow ist wichtiger. Amen. Glaub mit mir, dass jedes Mal, wenn ich predige, wenn einer unserer Pastoren predigt, dass unser Gastsprecher predigt. Weil wir haben heute einen Gastsprecher. Amen. Aber, Amen. Weil sonst kommt es von uns. Aber Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir als Gemeinde werden lernen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Hörst du mir gut zu? We have a task, we have a mission. Supply conscious zu sein. Versorgungsorientiert und nicht demand conscious. Nicht forderungsorientiert zu sein. Das ist das, was wir als Gemeinde lernen müssen. Wenn Forderungen an uns gestellt werden, dann müssen sie meistens erfüllen, stimmt's? Aber in dem Moment, wenn wir uns nur auf die Forderung ausrichten und nur die Forderung sehen, sind wir nicht versorgungsorientiert. Als Jesus vor den 5 Broten und 2 Fischen stand, hätte er forderungsorientiert sein können. Philippus sagte nämlich, was? Eine Handvoll Fisch und Brot? Das reicht nie aus. Aber Jesus war versorgungsorientiert. Und wenn wir versorgungsorientiert sind, preis dem Herrn, dann passiert was? Wenn wir versorgungsorientiert sind, dann passieren die Vermehrungen, Multiplikationen und Wunder. Amen. Vielleicht hast du eine 2 Fisch und 5 Brot-Situation in deinem Leben. Nicht gewaltig viel. Wahrlich nicht viel, aber sei nicht forderungsorientiert, sei versorgungsorientiert. Supply-oriented, weil der Geist, the Spirit supplies, der Geist versorgt, denn der Geist gibt Leben. Das ist Versorgung. Aber das Fleisch tötet. Unser Fleisch fordert ständig. An uns wird ständig Forderung gestellt. Und so schnell können wir den Fokus verlieren. Okay? Deswegen ist Beten im Geist so wichtig. Beten im Geist ist völlig unselfish prayer. Uneigensüchtiges Gebet. Beten in Zungen ist völlig selbstloses Gebet, weil du nicht verstehst. Und das ist gut. Denn wenn du in deinem Verstand betest, dann sind unsere Gebete oft eigensüchtig und ichgetrieben und demandorientiert, forderungsorientiert. Aber Beten im Geist, Beten in neuen Sprachen ist nicht forderungsorientiert. Beten in neuen Sprachen ist supply, versorgungsorientiert. Denn der Geist gibt Leben. Leben versorgt immer. Und das sind die besten Gebete, die wir beten können. Wenn wir in neuen Zungen beten. Neue Zungen ist nichts Gefährliches. Neue Zungen ist nichts Böses. Neue Zungen ist nichts Vergangenes. Neue Zungen ist nichts Altes. Neue Zungen ist keine Berliner Erklärung. Sorry, aber sonst sind sie schon okay, die Berliner. Sven. Die Berliner Erklärung vor etwa 100 Jahren war gegen das Zungenreden und hat das Christentum gespalten. Genau das will der Teufel. Genau das will er. Exactly, this is what he knows, wants. Er will Spaltung. Und weißt du was? Hier ist noch ein anderer Aspekt. Weißt du was? Eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Wenn du dich fragst,
Und wenn du diese Fragen bekommst vom Teufel, was bete ich hier? Bete ich wirklich hier etwas? Ist das nicht? Wenn der Teufel dir diese Fragen ins Ohr flüstert, das ist Nonsens. Das ist Rubbish. Dann ist es der beste Beweis, dass du das Echte hast. Weil wenn es nicht echt wäre, würde er dich machen lassen. Stimmt's? Also all diese Gedanken eigentlich sind von großem Vorteil, bringen viel. All diese Gedanken, was mache ich hier, bete ich hier die richtige Sprache, ist das richtig? Und der Teufel flüstert dir all diese Dinge ein. Gutes Zeichen. Denn wenn es etwas Falsches wäre, würde er dich nicht darauf aufmerksam machen. Weil dann würde er dich in dieser Lüge leben lassen. Aber weil es das Richtige ist, will er dich vom Richtigen durch diese Einflüsterungen abbringen. Come on. Der Teufel ist ein Dummkopf. Und er ist der Verlierer. Lies das Ende des Buches. Er ist der, nicht nur einfach ein Verlierer, der Verlierer. The big loser. Er ist der Ruedi-Loser. Loser. Sorry, jeder, der zuhört und Ruedi-Loser heißt. Du bist nicht gemeint. Der Teufel ist der Loser. The big one. Amen. Wenn es das Falsche wäre, würde er dich gewähren lassen. Aber weißt du, weswegen es das Richtige ist, das Sprachengebet? Und ich zeige dir in einem Moment, wo die Verbindung vom Räucheraltar, den Kohlen, zu Pfingsten liegt. Weißt du, weswegen das das Richtige ist? Weil wir dann genauso beten, wie Jesus betet. Okay? Ready für eine Offenbarung? Ich meine, es wird noch goldiger jetzt. Okay? Ready für eine Offenbarung? Big time, big time. Die Frage ist, betet Jesus in Zungen? Die Antwort ist ja. Nicht auf Erden, das haben wir nicht gesehen, dass er in Erden oder nirgends wird geschrieben in der Bibel, dass Jesus auf Erden in Zungen betete. Wir wissen, er wirkte in den Geistesgaben. Aber wir sehen nirgends eine Aufzeichnung in der Bibel, dass er in Zungen reden würde oder in Zungen geredet hätte. Wir sehen keine Aufzeichnung in der Bibel. Aber hier ist der Grund, weswegen er heute ganz sicher in neuen Zungen betet und in neuen Sprachen betet. Denn das ist meine Frage. Willst du beten wie Jesus? Da gibt es nur einen Weg. Bete so, wie der betet, der Gnade brachte. Amen. Deswegen Gnade und Pfingsten ist gehört zusammen. Dieses Sprachengebet ist das Zeichen des neuen Bundes der Gnade. Und ich weiß, dass diese Message oder diese Art von Denken und Message und diese altpfingstlerische Denkweise sehr attackiert wird heute in vielen Bereichen und Denominationen. Oh, wir dürfen die alle neuen Besucher nicht erschrecken. Nun, wir glauben ans Zungengebet, okay? Aber in erster Linie sollte es eben privat stattfinden. In erster Linie. Und dann auch in der Gemeinde. Dann auch in der Gemeinde. Aber wenn wir Gottesdienst haben, wie Paulus, rede ich lieber 5 Worte im Verstand als 10.000 in Zungen. Okay? Lieber 5 Worte im Verstand, weil das ist Message, das ist Wort, das ist Covering, Salbung, unter die du kommst. Und die Auswirkungen hat jede Woche. Jede Woche. Ich habe zu meinen Pastoren gesagt, weil ich höre sehr viel, was rund um uns herum läuft, etc., etc. Und ich sagte zu ihnen, wann haben wir das letzte Mal jemanden beerdigt? Und sie sagten, wir können uns nicht erinnern. Das ist ein gutes Zeichen. Amen. Amen. Das ist ein gutes Zeichen.
Aber so viel, manchmal scheint es so viel Tod im Leib Christi. Hier passiert etwas, da ist etwas los. Death. Das Fleisch tötet, aber der Geist versorgt. Amen. Der Geist versorgt. Der Geist gibt Leben. Deswegen, wenn wir in Sprachen beten, gibt das Leben. Halleluja. Es boostet dein Immunsystem. Teile in deinem Gehirn werden aktiviert, die vorher, die dein Leben lang unbrauchbar lagen, nicht aktiviert sein konnten, weil nur in dieser Region und Sektion des Gehirns das Sprachengebet das aktivieren kann. Dr. Carl Peterson aus Tulsa, Oklahoma hat das erforscht. It's life. Halleluja. The Spirit gives life. Beten in neuen Sprachen, in neuen Zungen ist Beten im Geist. Das ist das, was Paulus sagt. Wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, sagt er. It's life. Halleluja. It's life. Preis dem Herrn. Was denkst du, weswegen bin ich hier oben keine Schlaftablette? Come on. Und falls du einschlafst, dann schlafst du wenigstens unter der Salbung. Amen. Aber der Geist gibt Leben. Amen. Amen. Und du kannst nicht dastehen und sagen, Pastor Erich, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Freuet euch, wie ich mich freue. Siehst du, ich kann es höchstens 20 Sekunden. Es geht gar nicht anders. Freude muss raus. Amen. Deswegen erwählte sich Gott, einer der Gründe, weswegen er sich Israel erwählte als Volk, weil sie ein ausdrucksstarkes Volk sind. Okay, also wie sie tanzen, hüpfen und im Reigen tanzen, machen wir nicht jetzt unbedingt hier in der westlichen Welt, aber Gott erwählte sich, weil sie sehr ausdrucksstark sind. Okay? Und weil Gott in etwas in sie hineingelegt, das rauskommen muss. Die Psalmen, Halleluja, muss rauskommen, okay? Nicht drin bleiben. Der Herr ist mein Hirte, muss rauskommen. Und nicht drin bleiben. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Ganz kurz noch zu dem, bevor ich weitergehe. Let's just go with the flow. Amen. Notizen können hyperlangweilig sein und hypertheologisch, hypergriechisch, hyperhebräisch. Aber Gott, just go with the flow. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Wer sagte das? David, ganz genau. David sagte, der Herr ist mein Hirte. Nun, David selber war ja auch Hirte. Stimmt? David selber war Hirte. Er war ein Junge, ein Hirtenjunge. Und die größte Zeit seiner Jugend verbrachte er, die Lämmer zu weiden. Stimmt? Die Lämmer zu beschützen, die Lämmer zu hüten. Einmal oder mehrmals sogar zog er die Lämmer noch aus dem Rachen des Löwen. So. Entrissen. Okay? Also derjenige, der selbst Hirte war, schrieb den großen Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Jeder gute Hirte ist unter einem Hirten. Okay? Jeder gute Hirte ist unter einem Hirten und hat einen Hirten. Und siehst du, auch auf der horizontalen Ebene, nicht nur einfach auf der vertikalen Ebene. Mein Pastor ist Joseph Prince. Weil ich habe verstanden, dass jeder gute Hirte hat einen Hirten. Das ist der Knackpunkt bei den Pastoren. Frag sie mal, wer ist dein Hirte? Der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Okay, ja, meiner auch.
Deiner auch. Wenn ich kann nur euer Hirte sein, wenn auch ich einen Hirten habe. Amen. Weil ich brauche genauso Menschen, die mein Leben sprechen, wie es du brauchst. Hörst du mir zu? Ja, aber der Herr ist ein Hirte, Pastor Erich. Ja, der Herr ist mein Hirte. Aber ich habe trotzdem auch einen Hirten, weil David wusste, ein Hirte hat einen Hirte. Ja, für ihn war es der Herr. Aber wir sehen da eben mehr. Wir sehen da auch den fünffältigen Dienst, Dienstgaben von Epheser 4. Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und so weiter. Lehrer, der fünffältige Dienst. Okay? Aber ein Hirte braucht auch jemand, der in sein Leben spricht. Den ihn ermutigt, der ihn aber auch korrigiert. Okay? Weil er will führen. Amen? Er will führen. Und Führung ist nicht dann Führung, wenn es immer gut läuft und du immer mit dem übereinstimmst. Manchmal ist Führung Führung, wenn du ein anderes Bild hast. Aber dann braucht es die Salbung des Hirten, die dann in dein Leben sprechen kann und nicht einfach nur ins Leben hineinsprechen. Es braucht die pastorale Weisheit dazu. Okay? Es braucht die pastorale Weisheit dazu. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass wir dieses Prinzip eben auch sehen. Und zusätzlich ist es ein Akt der Demut. Unterordnung ist immer ein Akt der Demut. Amen. Ein Akt der Demut. Das erinnert mich an das Gleichnis der Rangordnung der Gäste. Jesus sagt dir, wenn du aufrücken kannst, rück nicht selber auf. Amen. Freund, rücke auf, sind seine Worte. Nicht, wenn wir selber entscheiden, aufrücken zu wollen. Okay? Freund, rücke auf. Denn du willst nie erfahren, dass du dich zu oberst an einen Tisch setzt und dann stellt dich der Hausherr an ein Ende des Tisches, weil du dich an den falschen Platz gesetzt hast. Ups, das war reserviert. Dort hinten, dort um die Ecke. Dort haben wir das Plätzli. Also lieber schon von Anfang dort um die Ecke sich hinsetzen, als weg eskortiert zu werden. Amen. Preis dem Herrn. Der Herr ist mein Hirte. Amen. Willst du so beten, wie Jesus betet? Okay? Und was hat dieser dieser Räucheraltar mit Pfingsten zu tun? Das sind die zwei letzten Fragen, die ich beantworte. Okay? Sonst wären wir noch lange hier. Das war erst die Einleitung eigentlich. Bete zu beten wie Jesus ist absolut möglich. Hat Jesus in Zungen gebetet? Wir sehen es anhand von Römer 8. Okay? Römer 8, und zuerst schauen wir uns Vers 26 und 27 an. Römer 8, Vers 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was oder wie, könnte man hier auch einsetzen, wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und alle die schon etwas länger dabei sind, wissen diese unaussprechlichen Seufzer. Ich habe nicht die Zeit, das aufzurollen, aber diese unaussprechlichen Seufzer, das ist das Zungengebet. Wie viele wissen das? Haben das schon gehört? Okay, siehst du schon etwa fast 70%. Okay, diese unaussprechlichen Seufzer, das sind diese Groanings in the Spirit. Das Zungengebet, vor allem dann, wenn man betet, auch für Menschen, die noch nicht errettet sind, dann kann das zu einem Seufzen werden in neuen Sprachen, nicht in unserer Muttersprache. Und man tut dann Fürbitte, damit Menschen die Wiedergeburt erfahren, Menschen Rettung erfahren. Denn oftmals sind Menschen hängen am letzten Faden. Okay? Und zudem sehen wir im Alten Testament, dass als Israel seufzte, hat Gott ihr Gebet erhört und sie errettet. Die Bibel sagt im Alten Testament, der Herr erhörte die Seufzer vom Volk Israel. Manchmal reichen Seufzer aus. Okay? Im Englischen gibt es da ein Sprichwort.
Seufzen im Englischen ist groaning. Okay? Und im Englischen gibt es dieses Sprichwort, just a groan reaches the throne. Einfach nur ein Seufzer wird den Thronraum erreichen. Just a groan reaches the throne. Halleluja. Also diese Seufzer, das ist das Zungengebet. Und dann sagt er, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wenn wir in Zungen beten, dann beten wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es sind nicht bekannte Worte, sondern es ist, wir können sogar sagen, Engelszungen. Okay? Und wir sehen etwas wiederholt hier, zweimal. Und ich will es dir zeigen. Ebenso kommt, nochmals Vers 26, auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein. Nummer 1. Nummer 2, Vers 27. Aber der, der die Herzen erforscht, weiß auch, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein. Eintreten. Siehst du dieses Wort? Zweimal kommt es vor. Tritt ein. Eintreten ist das griechische entinchano. Das wird zum Teil mit Fürbitte übersetzt. Oder eben vertreten oder eintreten. Okay? Also was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist, wenn wir in Zungen beten, durch ihn mit diesen Seufzern beten, dann tritt er für uns als Heilige ein. Das heißt, die Gebete, die wir dann sprechen, diese Seufzer, sind aus dem Geist Gottes und er hilft uns einzutreten. Er kommt ja unserer Schwachheit zu Hilfe. Wir wissen nicht, wie die Situation von Menschen aussieht. Wir haben gar keine Wahl, gar keine Möglichkeit, anders zu beten, weil wir die Situation ja nicht kennen. Also beten wir in neuen Zungen, in diesen Seufzern, in dieser Geistessprache. Und der Heilige Geist tritt richtig ein. Okay? Kannst du mir noch schnell auf die neue Genfer Übersetzung switchen? Dieser Vers hier. Und wenn er das tut, wenn er so eintritt, dann sagt uns die Schrift, dass wir so beten, wie es gemäß dem Willen Gottes entspricht. Okay? Vers 27. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Mit anderen Worten, das Sprachengebet ist das richtige Gebet unter dem neuen Bund. Unter dem neuen Bund der Gnade ist das immer richtige Gebet das Zungengebet. Das Zungengebet ist das immer richtige und perfekte Gebet. Vollkommene Gebet, weil es keine Selbstsucht mehr drin hat. Du verstehst es nicht. Also, doch, du verstehst das, was ich sagen will, aber du verstehst das Zungengebet nicht. Susanne sagte Amen und dann sagte ich, du verstehst es nicht. War nicht so gemeint, okay? Du verstehst nicht, was du betest. Das ist, was ich sagen wollte. Okay? Du verstehst nicht, was du betest in neuen Zungen. Deswegen ist es völlig uneigensüchtig. Und es ist das Gebet, das vor Gott richtig ist. Also schau dir das an. Römer 8, Vers 34. Kannst du wieder zurück zur Schlachter? Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Entinchano. Come on! Sprachengebet ist sein Gebet. Und er betet so. Weil es ist exakt dasselbe Wort. Eintreten. Er tritt für uns ein. Und wenn wir im Geist beten, tritt der Geist für uns ein. Und es ist exakt dasselbe Wort. Entinchano.
Wie betet Jesus? Genau so, in neun Sprachen. Wenn er für uns eintritt, betet er in neun Sprachen. Weil, siehst du, es ist derselbe Geist. Es ist derselbe Geist. Jesus sagt, ich will euch nicht als Verwaiste zurücklassen. Ich komme wieder. Und damit meint er nicht die zweite Wiederkunft oder die Entrückung, sondern das sagte er, dass die den Geist empfangen sollten, nachdem er auferstanden ist und bei Pfingsten. Er sagte, ich komme wieder. Das sprach er vom Heiligen Geist, der kommen sollte auf die Erde. Ich komme wieder. Mit anderen Worten, Jesus betet im Geist. Denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Nun, wir haben gelernt, dass gemäß Johannes 1,16 Gnade und Wahrheit ist dasselbe, stimmt's? Weil im Griechischen diese Konjunktion Gnade und ist im Singular, gehört zusammen. Also wenn wir von Gnade und Wahrheit reden, dann reden wir immer davon, Wahrheit ist Gnade. Was ist Wahrheit? Grace ist Wahrheit. Und wenn es heißt in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, im Geist und in Grace. Und was passierte am Pfingsttag, als das Zeitalter der Gnade losging? Der Geist fiel auf die Jünger. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Zungen zu beten. Grace und Pfingsten gehört zusammen. Halleluja. Gnade und Zungen gehört zusammen. Der neue Bund des Neuen Testaments, der neue Bund der Gnade, kennt noch eine Hauptgebetsart. Und das ist Sprachengebet. Es ist nicht Fasten, es ist nicht Zack, nicht Asche, nicht Buße tun, nicht Sünden bekennen, nicht Generationenflüche brechen. Eine Hauptgebetsart. New Tongues. Denn es ist ein neuer Bund, der bringt neue Zungen. Amen. Denn wir sind von Neuem geboren. Und Neugeborene leben in einem neuen Bund. Und sie haben ein neues Gebet bekommen, weil sie auf einem neuen Weg laufen. Amen. Und einen neuen Herrn haben. Amen. Und Jesus sagte, am Ende dieses Zeitalters mache ich alles neu. Wenn es nicht neu ist, ist es nicht im neuen Bund. Deswegen sagen wir ihm neue Zungen. Neues Sprachengebet. Das ist die neue Gebetsart. Halleluja. Und das ist, wie Jesus betete. Jesus betet entinchano. Und der Geist vertritt uns mit entinchano. Das ist Beten, wie Jesus betete. Halleluja. Können wir sicher sein, dass Jesus in neun Sprachen betet? Heute, jetzt, yes. Amen. Können wir sicher sein? Absolut. Absolut. Weil es ist the same spirit. Für uns, wie auch bei ihm. Okay? Und jetzt schau dir an. Wenn diese Kohlen vom Brandopferaltar hinübergetragen werden zum Räucheraltar, dann entfacht sich ja etwas. Und dieser Rauch, der aufsteigt, haben wir am Anfang gelesen, sind die Gebete der Heiligen. Ist das Gebet unseres Hohepriesters. Es sind dieselben Gebete, es ist derselbe Rauch. So müssen es auch dieselben Zungen sein. Amen. Der eine Rauch ist nicht weiß, Jesus, und deiner ist schwarz. No. Es ist derselbe Rauch. Gebete, Gebete. Hohepriester Jesus, Heilige, du und ich. Same smoke. Halleluja. Amen. Und weißt du was, in ein paar Minuten wird hier Rauch aufsteigen, wie noch nie zuvor. Amen. As never before. Halleluja. Und jetzt schau dir an Jesaja 6. Jesaja 6, was er sagt zu diesem Kohlen. Der Prophet Jesaja, da flog einer der Seraphim zu mir, das ist ein Engel, und er hielt eine glühende Kohle
in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, das Brandopferaltar. Und er berührte meinen Mund. Von wo steigt das Gebet auf? Aus unserem Mund. Halleluja. Hier kommt ein Wohlgeruch, preis dem Herrn. Das ist der Rauch aus deinem Mund. Die Worte, die du sprichst, sind aus deinem Mund. Diese glühende Kohle ist vom Altar der Brandopfer. Und er wird hinübergetragen zum Räucheraltar, zu den Gebeten. Halleluja. Und hier sieht Jesaja, was geschieht. Er sagt, dieser Engel, er nimmt die Kohle, er berührt meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Halleluja. Denn das ist, was der Brandopferaltar tut. Er sühnt unsere Schuld. Er vergibt uns Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Der Brandopferaltar. It's total forgiveness. Halleluja. Die Kohle wird von einem Altar zum anderen getragen. Zuerst Vergebung, dann neue Zungen. Amen. Und siehst du, Jesaja, dieses Berühren für Jesaja ganz persönlich war ein Berühren, eine Inauguration von ihm als Propheten. Von ihm als Propheten, weil das ganz am Anfang vom Buch Jesaja. Jesaja hat über 60 Kapitel. Das ganz am Anfang. Dieses Berühren, Ding, ist, damit er prophetische Worte spricht. So oftmals, wenn wir in Sprachen beten, beten wir prophetisch. Aber zuerst Brandopferaltar, zuerst Vergebung der Schuld, von jeder Schuld. Amen. Schau dir das an, Hesekiel, die erste Stelle zuerst, 1. Vers 1, Vers 4. Und ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke, loderndes Feuer, von einem Strahlenglanz umgeben. Aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer, mitten aus dem Feuer. Weißt du, was Jesus sagte? Wenn der Heilige Geist kommen wird, Lukas 3, Vers 16, wenn der Heilige Geist kommen wird, dann kommt er wie? Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Das sagt Johannes der Täufer. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der, Jesus, wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Mit dem Heiligen Geist kommt immer Feuer. Amen. The fire of God. Übrigens, auf diesem Brandopferaltar, der im Tempel von Salomo etwa so groß ist oder noch größer als diese Bühne ist, dort brennten immer drei Feuer. Drei Feuer. Denn Gott sagte, es soll ein Feuer sein, das nie erlöschen soll. Wie kann man ein Feuer brennen, das es nie erlöscht? Du musst mehrere Feuer haben, dass, wenn es eins ausgeht, von dem, das brennt, nehmen kannst. Dass es weiter beständig brennt. So, auf diesem Altar brannten drei Feuer. Das erste Feuer war das Opferfeuer, das Brandopferfeuer. Dort wurden die Tiere verbrannt. Das zweite Feuer war ein kleineres Feuer. Okay? War ein kleineres Feuer und das dritte Feuer war ein ewiges Feuer. Und diese zwei Feuer dienten dem Brandopfer. Trinität, Dreieinigkeit, drei Feuer. Fire of the Holy Spirit, the fire of Jesus als Brandopfer. Er selber wurde verzehrt. Für uns im Gericht stand er. Und Gott das ewige Feuer. Der Vater aber als ewiges Feuer. Denn das eine war ewiges Feuer. Das andere war das Brandopferfeuer. Und das dritte Feuer war das Zudienenfeuer. Dieses Feuer ist das Feuer des Heiligen Geistes. Spirit, Father, Son, Holy Spirit. Auf dem Brandopferaltar. Aber nur das große Feuer, nur dort wurden die Tiere draufgelegt. Das ewige kleinere Feuer, das Vaterfeuer, brennt immer.
brennt immer, ist ewig. Deswegen heißt es in Offenbarung 22, dass es im Himmel keine Sonne und kein Licht mehr geben wird. Gott selber wird das Licht sein. Er ist das ewige Feuer. Er ist der, der ewig leuchtet. Halleluja. He is the light. Holy Spirit, das Feuer. Amen. Und jetzt schau dir das an. Hesekiel 1, 14. Er sagt, wir haben vorher Vers 4 angeschaut, 1, 13. Und dieser war die Gestalt der lebendigen Wesen. Ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen. Ihr Aussehen war was? Wie brennende Feuerkohlen. Wie das Aussehen von Fackeln. Und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her. Und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz. Und von dem Feuer gingen Blitze aus. Weißt du, wie das klingt? Wie Apostelgeschichte 2, Vers 3 bis 4. Das klingt wie Pfingsten, Apostelgeschichte 2, 3 bis 4. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer. Wie vom Feuer, die sich zerteilten, Feuerfackeln, Feuerkohlen. Und auf jeden von ihnen sich setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Pfingsten war vorausgesagt durch Hesekiel, Jesaja, die Stiftshütte. Denn wir können einen permanenten Räucheraltar haben. Siehst du, dieser Wohlgeruch, dieser Rauch muss immer aufsteigen. Er darf nie erlöschen. Immer muss dieser Rauch aufsteigen. Halleluja. Betet ohne Unterlass. Dieser Rauch soll immer aufsteigen. Preis dem Herrn. Das ist das Wunderbare am Zungengebet. Wir können sogar ganz leise beten. In uns beten. Unter unserer Zunge beten. Wenn du im Bus sitzt, im Tram sitzt, im Auto, kannst du innerlich kannst du beten. Und niemand wird dich für verrückt halten. Denn wenn du einen Kopfhörer aufsetzt und am Morgen im Zug fährst, und denken sie alle, du singst. Singst Britney Spears oder so steigt ständig Wohlgeruch auf. Halleluja. Denn auch wir, sagt Hebräer 10, haben einen Altar. Hebräer 13, Vers 15 sagt, Hebräer 13, Vers 15, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Halleluja. Hören wir auf, im Verstand zu beten? Nein. Wir hören nicht auf, im Verstand zu beten. Aber wenn wir einmal neue Zungen haben, werden wir viel mehr in neuen Zungen als im Verstand beten. Okay? Werden wir viel mehr in neuen Zungen als im Verstand beten. Preis dem Herrn. Weißt du, was Paulus sagte? Paulus sagte, wer in einer neuen Zunge betet, betet im Geist. Und jeder kann das Zungengebet empfangen. Jeder. Es ist das Einfachste, das es gibt auf dieser Erde. Es ist so einfach, wie gerettet zu werden. Das Einfachste, das es gibt, ist dieses Zungengebet zu empfangen. Weißt du, wie das geht? So simpel und einfach. Nummer eins. Wisse, dass wenn der Vater dir den Heiligen Geist gibt, dann gibt er dir, und wir ihn um den Heiligen Geist bitten, gibt er dir keinen Skorpion. Er gibt dir auch keinen Stein und keine Schlange. Er gibt dir nichts Falsches. Er gibt dir kein falsches Feuer, denn dieses Feuer kommt vom Brandopferaltar. Und wenn wir den Vater bitten, können wir gar nichts Falsches empfangen. Deswegen sagte ich, du bittest immer mit dem Spirit der Sohnschaft. Und wenn du im Spirit der Sohnschaft und Nähe bittest und betest, weißt du,
dass du gar nichts Falsches empfangen kannst. Weil dein liebender Vater ist nicht ein natürlicher Vater. Er ist nicht wie Väter, die manchmal Böses geben, sondern er ist ein Vater, der nur gute Gaben gibt, denen, die ihn bitten. Amen. Das ist Lukas 11. Okay? Und dann, wenn wir ihn bitten, dann legen wir dir die Hände auf, so wie wir sehen in Apostelgeschichte 19. Paulus hat die Hände auf die Jünger gelegt. Er findet Jünger und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sagt, nein, haben wir noch nicht empfangen. Also kann es möglich sein, dass du gläubig bist, dass du wiedergeboren bist. Aber den Heiligen Geist, die Geistestaufe, wie wir sie nennen, Apostelgeschichte 2, das Pfingsterlebnis hast du noch nicht erlebt. Und Paulus stellte diese Frage diesen Jüngern in Apostelgeschichte 19. Und sie sagten, nein, nein, wir sind getauft worden auf die Taufe des Johannes. Und wir sind gläubig geworden, wir sind gerettet worden, aber dass es da noch einen Heiligen Geist gibt, wussten wir nicht, haben wir nicht gehört. Und Paulus erklärte ihnen, was das bedeutet, legte ihnen die Hände auf und sie fingen alle an, in neuen Zungen zu beten. Also zuerst bitten wir den Vater, dass er dir den Heiligen Geist gibt. Dann legen wir dir die Hände auf, dass du das Zungenreden empfängst. Und das Dritte, das du wissen musst, ist, in dem Moment, wo Hände auf dich gelegt werden, ist es nur ein Schritt der Hingabe. That's it. Es ist ein Schritt der Hingabe. Oftmals denken dann Menschen, nun, jetzt passiert vielleicht irgendetwas Verrücktes und irgendetwas Unkontrolliertes beginnt. Nein, so ist der Heilige Geist nicht. Er ist ein Gentleman. Es beginnt nichts Verrücktes oder Unkontrolliertes, weil du musst deine Zunge bewegen. Gott wird das nicht automatisch tun. Der Heilige Geist wird nicht automatisch deine Zunge bewegen, flattern lassen und deine Lippen schwingen lassen. Das wird er nicht tun. Du musst beginnen, diese ersten Worte auszusprechen, weil sie kommen aus deinem Geist. Wer in Sprachen betet, betet im Geist. Sie kommen aus deinem Innersten, sie kommen nicht aus deinem Kopf, sondern sie kommen aus deinem Spirit. Und dann ist es so simpel und einfach, dass wir einfach die ersten Schritte machen. Die Augen schließen und die ersten Worte aussprechen. Stendos, dondes, tekenemendos, dos sobaios, sokurmondo. Und dann wird immer mehr kommen. Aber diesen Schritt wird Gott für dich nicht machen. Du musst diesen Schritt machen, wie als du zu Jesus Ja gesagt hast. Als du zu Jesus gekommen bist, hast du gesagt, ja, Jesus, ich will dich annehmen. Das war dein Schritt. Das war deine Action, deine Handlung. Und so ist es mit dem Zungengebet. Der erste Schritt ist, wir sagen ja, wir geben uns dem hin. Okay? Wir geben uns dem hin. Das heißt, wir öffnen den Mund und wir beginnen zu beten. Halleluja. Thank you, Jesus. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Lord. Vater, wir preisen dich und wir danken dir so sehr. Thank you, Jesus. Einfach instrumental. Thank you, Jesus. Halleluja. Aber bevor wir zum Räucheraltar gehen, gehen wir zum Brandopfer. Amen. Denn ohne diese Kohle keine neuen Zungen. Preis dem Herrn. Halleluja. Vater, wir haben heute gesehen und gehört, dass Jesus vor Grundlegung dieser Welt sich entschieden hat, für mich zu sterben, sich entschieden hat, sein Opfer für mich zu bringen, vor dem es irgendetwas gab, bevor ich geboren wurde, hat die Gottheit entschieden, für die Menschheit den Preis zu bezahlen. Danke, Jesus. Und anhand der Stiftshütte sehen wir, und anhand der ganzen Geschichte des Alten Testaments sehen wir, jedes einzelne Opfer der Lämmer, der Stiere, der Böcke, jedes einzelne Tieropfer war ein Hinweis auf die Entscheidung von Jesus, die vor Grundlegung dieser Welt stattgefunden hat. All die Millionen von Tieropfern haben nur hingezeigt auf die Entscheidung Jesu, die er von Anfang an gefällt hat. Halleluja. Uns zu retten, uns zu erlösen. So wie Israel einmal im Jahr unter dem Blut war,
aber im nächsten Jahr wieder darunter kommen muss, sind wir heute beständig unter deinem Blut. Und alle Häupter geneigt und Augen geschlossen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte Jesus zu meinem Herrn und Erlöser machen, weil ich heute erkannt habe, dass er es schon so lange entschieden hat, für mich den Preis zu bezahlen. Da möchte ich kurz diese Gelegenheit geben, bevor wir weitergehen und hinübergehen zur Taufe im Heiligen Geist. Alle Häupter geneigt, Augen geschlossen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich möchte Jesus zu meinem Herrn und Erlöser machen, dann zeig mir kurz an mit erhobener Hand, dass du diese Entscheidung heute treffen möchtest. Halleluja. Ich gebe einen Moment Zeit. Falls du heute hier bist, zeig mir einfach an mit erhobener Hand. Sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen. Vielleicht haben wir heute alle hier, die diese Entscheidung schon gemacht haben. Wunderbar. Preis dem Herrn. Wir wollen einfach zuerst beim Brandopferaltar sein, bevor wir zum Räucheraltar gehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Wunderbar. Wenn das so ist, dass jeder von euch diese Entscheidung gemacht hat, preis dem Herrn. Preis dem Herrn. So wunderbar.